wenn jemand am Nachmittag, am Abend, in der Nacht, 365 Tage im Jahr, wann auch immer vor unserem Haus steht, wird derjenige oder diejenige aufgenommen. Die Bewohnerinnen zahlen 1 Euro pro Nacht für die Übernachtung und für das Betreuungspaket, das sie bekommen. Das Vinzitel ist auch ein Raum, wo Mann und Frau sich erholen kann, nämlich psychisch und physisch erholen kann. Und insofern ist das Konzept des Vinzitel an der Hausmauer festgemacht, nämlich das Vinzitel ist ein kurzes Zuhause. Vor etwa 20 Jahren gab es österreichweit, aber auch in Graz, eine große Drogenszene. Und so kam es, dass relativ viele Drogenabhängige in Abbruchhäusern in einem furchtbaren Elend gelebt haben. Und da ist uns natürlich der Gedanke gekommen, eine Art Hotel für diese Leute zu bauen. Es stand das Gebäude ja da, aber umzubauen. Und dass es nicht größere Quartiere gibt, wo mehrere Leute zusammen schlafen müssen, sondern 2 Bettzimmer mit Dusche und WC. Ich denke, diese Einrichtung ist überhaupt eine der wertvollsten Einrichtungen unserer Stadt. Wir kümmern uns um jene Leute, um die sich andere nicht kümmern wollen oder nicht kümmern können. Das ist eigentlich der Hauptteil dessen, was wir möchten. Jeder, der hier kommt und jede, die hierher kommt, soll wissen, hier wirst du fast wie in einer Familie aufgenommen und betreut. Ich stehe im Verhältnis zum Vinzitel, dass ich hier erstmal übergangsweise wohnen darf, werde. Die Notschlafstelle hat mir geholfen, so dass ich Arbeit finden konnte. Ja, ich bin halt aus Deutschland eingereist, habe mich mit jemandem verabredet, wurde dann abserviert auf gut Deutsch. Danach ging mir halt das Geld aus und habe ich mich halt auch hier beworben und wurde auch direkt am nächsten Tag aufgenommen. Der Umgang zwischen den Bewohnern ist relativ entspannt. Wir sitzen gemeinsam oft hier im Aufenthaltsraum, sprechen zusammen, gucken zusammen Fernsehen oder gehen auch zusammen nach draußen spazieren oder so. Kein Zuhause zu haben ist das Schrecklichste, was einem Menschen widerfahren kann. Dann fehlt einem das Selbstwertgefühl und man stürzt unter Umständen noch weiter ab. Wir Ehrenamtliche übernehmen alle Nachmittagsdienste, alle Nachtdienste, alle Wochenenddienste. Und ich weiß nicht, ob eine durchgängige Belegung so möglich wäre, wie es heute im Vinzitel gelebt wird. Ich werde nie vergessen, wie eines Abends ein junger Mann bei mir vorbeigekommen ist, den ich mit seinem Familiennamen angesprochen habe. Ich habe ihn begrüßt, zum Beispiel, guten Abend, Herr Huber. Der junge Mann bleibt stehen, sieht mich entgeistert an und ich denke mir, habe ich jetzt den falschen Namen gesagt? Ich habe ihn auch danach gefragt. Er sagt, nein, aber das war jetzt so schön, dass sich jemand meinen Namen merkt. Und mit Herr hat mich überhaupt noch niemand angesprochen. Bei mir bewirkt die Arbeit, dass ich jedes Mal nach einem Nachtdienst nach Hause gehe, meine kleine Wohnung aufsperre und mir denke und auch oft laut sage, Mei, geht's mir gut. Es war ein Schritt in die Richtung, wohnungslose und obdachlose Menschen als das zu sehen, was es sind, nämlich Menschen. Und ihnen einfach den Platz zu geben und den Standard zu geben, der vernünftig ist und der auch richtig ist. Und insofern ist das Projekt Solido entstanden, wo wir gesagt haben, es braucht eine Nachbetreuung.
Das heißt ja, mit Solido wollen wir Stabilität in die Wohnversorgung des Einzelnen und der Einzelnen bringen. Denn das Schlimmste für uns wäre, wenn jemand aus dem Winzitel wieder rausgeht und ohne Perspektive rausgeht und dann wieder auf der Straße wäre. Solido ist da, sagen wir so, wenn du jetzt zum Beispiel AMS-Probleme hast oder einen Antrag stellen musst, die helfen dir dabei. Ja, bei mir ist es so abgelaufen, ich war zuerst da, habe mich auch ziemlich am Riemen gerissen, dass ich so schnell wie möglich eine Wohnung kriege. Habe mich auch mit einem Solido-Programm in Verbindung gesetzt. Bin jetzt insgesamt schon seit 2 Jahren schon dabei, beim Solido-Programm. Und wir haben auch viel miteinander erledigt, auf Deutsch gesagt, und gemacht. Und ja, die ganzen Anträge zusammen gemacht und ja. Also ich habe mich für die Tätigkeit als Obfrau im Winzitel entschieden, weil ich gerne einen Beitrag leisten möchte zu sozialer Gerechtigkeit. Und ich halte die Zusammenarbeit im Winzitel für harmonisch. Man merkt, dass die Kommunikation gut läuft. Das ist mir als Obfrau auch wichtig, auch im Umgang mit den Ehrenamtlichen und den MitarbeiterInnen untereinander. Die Begegnung mit Bewohnerinnen und Bewohnern, also wirklich auch einen Einblick in deren Lebenswelt zu erhalten und vielleicht auch etwas Positives in deren Leben beizutragen, sowohl von innen nach außen als auch mittendrin sein. Es gibt in Graz niemand, der ein Bett sucht und keines findet. Diese Arbeit macht Sinn für mich. Ich bin dem Winzitel dankbar für alles, was die Sozialarbeiterinnen für uns tun. Uns ein Dach über dem Kopf geben für eine gewisse Zeit und uns wieder auf die Beine helfen.